So, meine Lieben, neuer Tag, neues Glück. Willkommen zurück zu Let's Play Last Train Home. Und wir fahren jetzt ganz normal weiter nach Krasnojarsk. Mittlerweile geht's mir einigermaßen besser. Auch die Erkältung scheint soweit weg zu sein. Corona hatte mich fest im Griff, aber das haben wir jetzt gut überstanden. So, da wollen wir noch hin, nach Schalinskoje. Das ist erstaunlich, dass hier so ein langer Weg ist. Ich kann mir gut vorstellen, dass unser Zug nochmal aufgehalten wird. Deswegen fahren wir jetzt auch erstmal direkt nach Krasnojarsk. Und da können wir immer nochmal überlegen, ob wir irgendwas tun. Wir können zum Betriebswerk gehen und dort einen neuen Wagen erwerben. Allerdings müssten wir dafür einen anderen Wagen rausschmeißen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, der Küchenwagen, der kann vielleicht gut sein, aber... Ich meine, letztendlich haben wir jeden einzelnen Wagen. Wir haben den Werkstattwagen, wir haben den Sanitätswagen, wir haben den Küchenwagen, drei Infanteriewagen und einen Lagerwagen. Also im Prinzip alles, was es hier gibt. Theoretisch könnten wir noch andere Dinge verkaufen, aber irgendwie muss ich jetzt nichts verkaufen. Wichtiger wäre eher, so langsam mal wieder Metall zu bekommen, damit wir auch die restlichen Dinge durchführen können, die restlichen Aufstufungen. Wir gucken auch lieber erst einmal, ob der Arzt noch irgendwas tun kann weiter. Ja, es gibt einige, die verletzt sind für 400. Das können wir uns leisten. Das ist völlig in Ordnung. Und die sind dann auch gleich wieder fit. Danke dafür. Wir haben eine Rattenplage, die wir jetzt erstmal behandeln werden. Das bedeutet Rattenplage. Wen setzen wir dafür ein? Wir nehmen dich, dich, dich und dich. So, ihr dürft die Rattenplage jetzt behandeln. Viel Spaß. Währenddessen gucken wir nochmal weiter, ob wir noch irgendwas aufstufen können. Ich meine, jetzt in den ganz normalen Wagen muss eigentlich nichts mehr gemacht werden. Wir haben eine super Isolierung mit drin. Wir haben bequeme Betten und das Ganze sogar noch weiter aufgestuft, sodass wir noch mehr Leute mitnehmen können. Das ist völlig in Ordnung. Einen verbesserten Ofen brauchen wir im Moment auch nicht. Können wir uns auch gar nicht leisten ohne Metall. Also von daher sind wir schon mal raus. Hier drüben könnten wir noch dafür sorgen, weitere und zusätzliche Betten mit hinzuzufügen, sodass dann noch mehr Leute mit untergebracht werden können. Das wäre durchaus möglich, also bitte, dann ist das Holz jetzt auch wieder weg, dann muss ich wieder neues Holz holen. Ich hoffe ja, dass ich mit Holz auch irgendwann mal heizen kann, damit wir nicht so viel Kohle verbrauchen, aber Kohle haben wir eigentlich noch genug, fast 2000. Das wird sich eine ganze Weile noch hinziehen, bevor die alle ist. Ich hoffe, dass wir gut endlich in Vladivostok irgendwann ankommen. Das wäre wunderbar. So, dann viel Spaß beim Ausbau. Wir haben schon mal geheilte Soldaten, das ist gut. Aber sonst können wir jetzt auch nicht viel weiter machen. Wir werden dann auch gleich losfahren. Hier ist wirklich nicht so viel zu tun. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass die Kinder da noch ein bisschen Probleme machen werden. Ihr seid schon durch, ne? Ihr seid fertig. Gut. Theoretisch könnten wir auch mal wieder dafür sorgen, dass das hier repariert wird, aber wir haben nicht mehr genug Metall, um das durchzuführen. Ich bin erstmal froh, dass der Wagen und der Zug jetzt soweit funktionieren. Wenn, dann können wir Wagen Nummer 3, den Küchenwagen, nochmal reparieren. Der Rest ist soweit in Ordnung. Und hier im Werkstattwagen könnten wir doch endlich mal ein bisschen Munition herstellen. Allerdings bräuchten wir dafür auch noch andere Dinge. Verbesserte Winteruniform. Och, warum nicht? Den nehmen wir die, gibt nochmal zusätzliche Temperatur mit zu. Das ist in Ordnung, da könnt ihr euch schon mal dran wagen. Es dauert ja eine Weile, bis das erforscht ist. Und dann haben wir definitiv erst einmal genug, um hier dann auch durch die Gegend zu laufen, ohne dass wir andauernd irgendwas mitgeben müssen. Kohle, Stoffe oder sonst irgendwas. Guti, es wird gut, sehe ich genauso. 96 Mannschaftsmoral haben wir. Einen verletzten Soldaten. Das bist du noch. Dich packen wir dann mal gleich in den Sanitätswagen. Viel Spaß. Die restlichen können zwar auch mit rein, aber ich glaube nicht, dass ich da irgendwas behandeln kann. Zumindest keine psychischen Dinge oder so. Das hätte ja sein können. Auf jeden Fall könnten wir natürlich dadurch, dass wir drei Ärzte mit einstellen können, bis zu drei Ärzte hier bei den Grundaktivitäten pro Tag jeweils drei, pro Nacht jeweils drei, dann vielleicht dafür sorgen, dass wir auch mehr als nur 80% Arbeitseffizienz haben. Ihr seid gut. Arzt Level 1, 70 Punkte oder Prozent. Intelligenz 5 gibt ebenfalls 5% und Geschicklichkeit 4 gibt 4%. Du bist aber schon bei 90%, was deinen Arztrang angeht. Du bist schon sehr gut dabei und darfst natürlich auch weitermachen, aber jetzt ist sie erstmal daran, geheilt zu werden. So, haben wir alles? Achso, ich muss noch die Leute wieder zurückholen, die für die Reparaturen und für die Verbesserungen eingeteilt waren und für die Rattenplage.
beziehungsweise eher gegen die Rattenplage. Aber wenigstens haben sich einige Leute wieder erholt. 18 untätige Soldaten, es gibt schon wieder 20 Beförderungen. Ich weiß gar nicht, womit ich als erstes anfangen soll. Du hast jetzt die Möglichkeit, dein Charisma zu steigern. Bringt uns zwar nicht so viel, aber du hast jetzt dann plus 1 in Geschicklichkeit und Willenskraft, dadurch, dass du Stufe 5 als Kundschaft erreicht hast und Geist, Kampfkompetenz. Das freut mich. Das heißt, du kannst jetzt durch die Gegend wandeln oder was? Todeszone. Kritischer Schuss. Nö, das brauche ich alles nicht. Aber sehr nett, ja. Nee, du hast jetzt einfach bloß die Kampfkompetenz Geist. Weiß, sich auf dem Schlachtfeld zu bewegen, ohne bemerkt zu werden. Standardbewegungen sind genauso leise wie im Lautlosmodus. Oh, das heißt, wir können jetzt einfach so durch die Gegend laufen und dabei noch besser Leute kaputt machen. Ja, das ist ja praktisch. Das gefällt mir. Alfred, der ist ebenfalls wieder ein Level up. Der kriegt jetzt erstmal Intelligenz. Hier muss ja auch mal ein bisschen schießen können. Nöch. So, Alfred haben wir schon mal. Wer ist noch? Camilla. Ja, die kriegt meinetwegen auch noch ein bisschen Intelligenz. Bitteschön. So, verfügbare Rollen jetzt jede Menge, aber du kannst nur bis zu 2 Stück haben. Du auch nur bis zu 2 Stück. Irgendwann werden wir auch mal die restlichen Rollen verteilen, aber im Moment ist es halt noch nicht möglich. Du bekommst Intelligenz mit dazu, Rostislav. Endlich sorgen wir mal dafür, dass unsere Leute ein bisschen schlauer werden. Das war auch bitter nötig. Geschicklichkeit könnten wir hochstellen, bitteschön. Du hast auch sehr viele Rollen zum Freischalten, das ist super. Und du bist auch Stufe 4 als Lokführerin. Das ist auch toll, auch wenn du jetzt gar nicht so viel die Lok führst, könnte sein. Charisma kriegst du mit zu. Damit haben wir wieder weitere Rollen, die wir freischalten können. Frantisek ist ebenfalls weiter. Du bekommst die Fitness dazu, bitteschön. So, jetzt bist du fitter und der David, der bekommt die Geschicklichkeit mit rein, bitteschön. Super. Sonst noch jemand? Rostislav. Immer noch oder schon wieder? Charisma. Ja, komm, Charisma ist in Ordnung. Das war Rostislav. Jan Martisek oder Mardicek. Der möchte ebenfalls noch ein bisschen Charisma haben. Die kriegen jetzt alle ein bisschen Charisma, damit man sie besser leiden kann. Du bekommst Intelligenz dazu, Alois. Ja, sehr viele Punkte dazu gewonnen. Das freut mich. Hier, komm, dann hast du in allem mindestens 5. Kamil Hadaraba. Und bist wieder besser drauf. So, ich hoffe, ich habe jetzt bei keinem irgendwie... Stepanka. Vergessen, noch diese Teile hier mit reinzulegen. Die ja doch manchmal unglaublich wichtig sind. Jan Splichal. Pavel Polacek. Albrecht Musil. Peter Svoboda. Also alle sind tatsächlich hier aufgestiegen. Das freut mich total. 20 Leute, die ihre Level-Ups hatten und die Rollen muss ich auch irgendwann nochmal vergeben. Du bist Corporal, das ist super. Der gute Martin Walasek, ja, der ist jetzt auch zumindest mal mit dabei. Und Bartholomew ist ebenfalls mit in der Liste enthalten. So, Soldaten mit verbesserten Rollen haben wir auch 3 Leute. Antonin Krupala, der kann sogar noch einen weiteren Punkt kriegen. Du kriegst den in Fitness rein, dann hast du mehr Lebenspunkte. Ach, und Bedrich. Bedrich, du bist ja mein Gott hier mit der Fitness, ne? Du hast ja einiges an Durchhaltevermögen. Kriegst jetzt auch noch ein bisschen was mit dazu. Und könntest ebenfalls noch 2 Rollen annehmen, genauso wie Frantisek. Aber ob wir wirklich 6 Rollen bei einem Soldaten ausbilden dürfen, das müssen wir erst noch sehen. Ich glaube, das kostet auch noch einiges an Erfahrungspunkten. Gut, dann fahren wir los. Wir fahren weiter, wir haben eh nicht so viel zu tun. Und kommen irgendwann nach Schalinskoje und nochmal in den Wald, bevor wir dann nach Kansk kommen. Großartig einkaufen werden wir nicht, auch wenn wir genügend Geld haben. Ich werde ja mal gucken, ob wir noch einen Artilleriewagen irgendwo herkriegen. Ich kann mir gut vorstellen, dass wir den irgendwann einfach so zugeschustert bekommen, statt dass wir ihn kaufen müssen. Das wäre wunderbar. Denn den vermisse ich seit dem ersten Kapitel, seit dem Tutorial, in dem wir ja unterwegs waren und versucht haben, uns irgendwie erstmal nach Moskau und durch Moskau durchzukämpfen. So, keine verletzten Soldaten mehr. Trupp Nummer 1 ist wieder einigermaßen fit. Wir können jetzt auch wieder die Trupps neu zuteilen, müssen wir auch, damit wir dann hier in Schalinskoje die Möglichkeit haben, das alles fertig zu machen. Wir brauchen, oh Gott, das war ein Einbrecher, Bartholomew. Peter geht einfach mal mit, der kann gut tragen. Und wir brauchen noch einen Hauswirtschafter. Das sind alles Einbrecher, aber kein Hauswirtschafter. Hier sind keine Hauswirtschafter dabei. Doch, du bist noch Hauswirtschafter. Bestätigen. So, ihr drei geht nach Schalinskoje.
Auf geht's, einsetzen. Hungrige Soldaten, einer. Nur das geht ja noch. Solange die Moral noch bei 97 ist, soll es mir egal sein. Erkunden bitte. Wir fahren derweil schon mal weiter. Erstattebericht, Major. Wir haben alles durchsucht und bekommen nichts. Schön. Ganz toll. Es hat sich ja voll gelohnt. Kommt nach Hause, wir fahren weiter. Jetzt haben 23 Leute Hunger, ist in Ordnung. Und die Außentemperatur wird langsam kühler. Das Gute ist, dass wir, glaube ich, im Zug nicht unbedingt die Probleme haben. Nee, ist immer noch bei 0 Grad, weil wir überall den Ofen mit hinzugefügt haben, beziehungsweise die Isolierung auch soweit ausgebaut ist. Die haben ja in jedem Waggon mindestens zweimal ausgebaut, das sollte eigentlich reichen. Ihr, wenn ihr jetzt nicht so viel zu tun habt, würde ich euch tatsächlich noch jemanden mit dazugeben, der ebenfalls Kraft hat, der gute Rostislav, der kann bestätigen. Ja, ihr habt Hunger, ist völlig verständlich. Und dann werden wir noch einen neuen Trupp erstellen, der dann in den Wald geht, um noch ein bisschen was zu sammeln. Wir brauchen einen Jäger, einen Überlebenskünstler. David geht mit. Du hast gleich beides, das ist hervorragend. Und dann gehst du als Jäger auch noch mit Samuel, weil du es kannst. Und dann sind wir soweit durch. Ihr geht dann oben in den Wald, die anderen gehen ins Waldgebiet. So, Trupp auswählen. Ihr geht ins Waldgebiet, einsetzen. Gott sei Dank, die Außentemperatur ist nicht so tief, das geht immer noch. Und die anderen gehen dort oben hoch. Viel Spaß. Major, können wir kurz reden? Ja, Hauptmann, nur zu. Was die Familie anbelangt, die sich unter unserem Geleit befindet. Ich bin der Meinung, wir sollten die Sache überdenken, auch wenn unsere Befehle anders lauten. Unsere Befehle sind eindeutig, Hauptmann. Wir bringen die Familie nach Nischni Udinsk. Was sollten wir denn tun, wenn es nach ihnen ginge? Madame Demidova hat zwar Pergla erwähnt und unsere Übergangsregierung hat uns befohlen, ihr zu helfen, aber wenn sie zur Zarenfamilie gehört, dann möge uns Gott beistehen. Keine der beiden Seiten würde uns ein solches Druckmittel in die Hand geben. Glücklicherweise scheint niemand etwas Genaues zu wissen. Wenn die Roten oder auch die Weißen Lunte gerochen hätten, glaube ich nicht, dass wir so weit gekommen wären. Meinen Sie etwa, wir sind in Gefahr? Was raten Sie mir also? Lange weicht deinen Blick aus und kratzt sich am Kinn. Viele von ihnen sind dem Zaren treu ergeben, manche nicht. Wir haben es nicht mehr mit der kaiserlichen russischen Armee zu tun. Ich fürchte, sie greifen ein und bringen die Familie in Gefahr. Wenn sie nicht durch den Feind zu Tode kommen, dann durch schiere Inkompetenz. Meine Tochter ist etwa so alt wie das Mädchen, Anastasia. Mir gefällt der Gedanke nicht, dass sie für politische Ränkespiele benutzt wird oder gar hingerichtet wird. Sie und ihre Geschwister haben sich ihr blaues Blut nicht ausgesucht. Was raten Sie mir also? Es besteht die Möglichkeit, dass die Rote Armee uns in Nischni Udinsk erwartet. Dann wäre die Familie in Gefahr. Ich würde vorschlagen, sie am Stadtrand abzusetzen, mit einer Eskorte. Sie meinen mit einem unserer Soldaten? Ja, einige haben diese Angelegenheit schon mit mir besprochen. Danke, dass sie meinem Rat Gehör schenken, Major. Wie ist Ihre Einschätzung? Befehl ist Befehl, Hauptmann. Wir werden ihn streng befolgen. Ich werde meine Entscheidung kurz vor Nischni Udinsk treffen. Verstehe. Sehr schön. Wir reden später. Vielen Dank. Huch! Gott, da zischt der Zug aber ab, doch. Ja, ihr müsst bitte Holz hacken. 84 Holz ist in Ordnung, dann haben wir wenigstens wieder ein bisschen was, das ist gut. Achso, und ihr müsst noch wieder zurückkommen, das war Trupp Nummer 2, ne? Ja, Trupp Nummer 2 zurückkommen, ist in Ordnung. Die anderen sind jetzt im Wald und sagen da nochmal Hallo. Und wir bekommen wieder ein bisschen Essen mit dazu, das ist doch hervorragend. 20 Essen, 51 Kräuter, das ist super. Dann dürft auch ihr zurückkommen, erlaube ich euch. Ja, und jetzt haben sie natürlich alle Hunger. Es wird erstmal nicht gegessen. Erst bei jedem zweiten Mal dürft ihr essen. So, fast da. In Kansk. Und dann müssen wir nach Gavrilovka, ab in den Wald, da noch hin, da noch hin. Oh Gott. Ah, die Reise ist noch lang bis nach Nischni Udinsk. Als der Zug am Bahnhof fällt, steigen einige deiner Soldaten aus, um frische Luft zu schnappen und sich die Beine zu vertreten. Als die Bewohner sie bemerken, fangen sie an zu flüstern. Eine Eile davon, was einigen der Legionäre Sorge bereitet. Nach kurzer Zeit erscheint der Einheimische wieder mit einigen anderen Leuten. Legionären.
Über beide Ohren grinsend rennen sie auf euren Zug zu. Wie sich herausstellt, warten sie bereits seit einer Weile in der Hoffnung, dass ein Legionärszug sie mit nach Vladivostok nimmt. Deine Soldaten begrüßen sie herzlich und helfen ihnen dabei, ihre Habseligkeiten in den Zug zu bringen. Aha, 4 Leute. Ja, die kann ich aber nicht mitnehmen. Das ist natürlich sehr schön und ihr habt auch sehr viele Punkte, insbesondere in Willenskraft und auch in Geschicklichkeit. Aber ich kann nicht einfach meine eigenen Leute jetzt hier lassen. Das geht doch nicht. Oh, ihr macht es mir aber auch nie einfach, nicht? Oh, seid ihr fies. Der ist auch noch Jäger. Wenn, dann würde ich nur den Jäger mitnehmen. Philipp Wimislicki. Du könntest auch Koch sein. Du könntest Arzt sein. Ja, ich habe leider nie so viel Platz, sonst würde ich euch mitnehmen, Leute. Das geht mir nicht, das geht wirklich nicht. Ja, ich muss die zurücklassen. Ich habe keine andere Wahl. Ich habe keinen Platz. Ich hätte vielleicht noch einen weiteren Waggon kaufen können. Hätten wir den größeren Zug genommen, aber den haben wir ja nicht. So, jetzt müssen wir uns schon wieder um eine Rattenplage kümmern. Oh, ich hasse es. Du ruhst dich aus den ganzen Tag. Du auch, du auch. Und du auch. Na denn. So, alles wieder schick. Keine Ratten mehr. Essen ist noch da. Und wir fahren weiter. Achso, tun wir nicht. Oh, verdammt. Ach, das ist ja doof. Jetzt habe ich schon drauf gedrückt. Ich wollte noch gucken, ob ich irgendwas einkaufen kann. Als der Zug losfährt, bemerkst du Unruhe auf dem Gang. Kurz nachdem du dein Abteil verlässt, zieht dich ein Soldat zum Fenster und zeigt hinaus. Er meint, dass jemand dem Zug hinterher reitet. Überrascht siehst du, dass es stimmt. Ein Mann in Kosakenuniform mit dem Abzeichen der Weißen Armee jagt euch hinterher. Zu eurem Erstaunen schafft er es tatsächlich, den Zug einzuholen. Dann richtet er sich auf seinem Pferd auf und springt an Bord. Deine Soldaten ziehen ihn hinein. Du eilst in den letzten Waggon, wo der Korsak noch völlig außer Atem von deinen Soldaten umringt wird. Es herrscht allgemeine Nervosität. Als der Korsak dich sieht, beginnt er zu reden. Bitte, halte den Zug an, damit ich zurück zu meinem Pferd kann, sobald ich meine Nachricht überbracht habe. Zug anhalten. Du nickst einem deiner Soldaten zu, der zum Lokführer eilt. Der Mann vor dir wirkt nervös, weil will jedoch einen guten Eindruck machen. Er nimmt Haltung an und guckt so regungslos wie möglich. Du erkennst jedoch, wie erschöpft er ist. Wahrscheinlich sucht er schon seit Tagen nach dir, ohne wirklich zu schlafen. Major, ich bin überbringe eine Nachricht von unserem Leutnant. Er braucht eure Hilfe bei der Verteidigung eines Landeplatzes. Ich soll erst wieder zurückkehren, wenn ich euch gefunden habe. Als Belohnung bietet er alles, was ihr verlangt. Verstanden. Als er begreift, dass er seine Mission endlich erfüllt hat, gibt sein Körper der Erschöpfung nach. Und er sinkt zu Boden. Deine Soldaten geben ihm Wasser und etwas zu essen, wofür er sich herzlich bedankt. Nachdem er dir die Position des Landeplatzes nennt, verlässt er den Zug. Lumpen und Knochen. Ach, da ist er ja schon. Bleib mal stehen. Oh, wir brauchen mindestens 5 Leute. Das ist okay. Ihr seid ja eigentlich genügend und könnt jetzt auch noch ein paar Level bekommen. Das ist völlig in Ordnung. Dann schicke ich euch mal los. Außentemperatur ist völlig in Ordnung. Ihr habt alle genügend Ausdauer. Die Moral lässt zu wünschen übrig, aber auch nur wegen dem Essen. Das kommt dann später dazu. Super. Na dann, los geht's. Deine Soldaten erreichen den Punkt auf der Karte. Zuerst sind sie unsicher, denn nichts deutet darauf hin, dass hier gekämpft wurde. Doch dann gellen Gewehrschüsse durch die Luft. Die Schüsse scheinen aus einem Tal zu kommen, zu dem ein Weg zwischen 2 Hügeln hindurchführt. Du musst entscheiden, ob ihr weitergeht oder die Mission abbrecht. Natürlich brechen wir die Mission ab. Nein, tun wir nicht. Tun wir nicht. Ganz im Gegenteil. Irgendwo zwischen den Sümpfen und dem Wald liegt ein Landeplatz, auf dem die Weiße Armee stationiert ist. Wir müssen ihnen bei der Verteidigung helfen. Verstanden. Okay, erstmal müssen wir ziemlich weit Richtung Westen. Und dann wird wahrscheinlich erst der Rest freigeschaltet. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass es hier wieder irgendwelche Wölfe oder sowas gibt. Ja, ich höre. Da ist schon jemand. Die guckt aber woanders hin. Was ist hier schon wieder los? Hilf bei der Verteidigung des Landeplatzes. Der ist ja sehr fix hier, der Maximilian jetzt. Ja, weil der natürlich das hier nicht mehr braucht. Ne? Der ist so oder so lautlos. In Bewegung. Feind gesichtet. Jawohl. Feind.
Sind Kontakt. Auf deinen Befehl. Er wird nicht wissen, wie ihm geschieht. Ups. Auf deinen Befehl. Stehe unter Beschuss. Jawohl. Okay, die anderen müssen mal mitkommen. Ich weiß jetzt nicht, ob ich dafür irgendwie nur begrenzt Zeit habe. Kann es mir aber gut vorstellen. Gemacht. Oh, hier sind aber viele unterwegs. Macht sie alle fertig. Einsatzbereit. Granate! Was ist? Schon unterwegs. In Bewegung! Okay, das ist nicht ganz so geil. Du wirst sie mal bitte stabilisieren. Ich glaube, du wirst überleben. Die Roten ziehen sich komplett zurück. Der Landeplatz ist gesichert. Wir besprechen den Einsatz mit dem Offizier der Weißen, der für die Einheit verantwortlich ist. Ich bin ganz Ohr. Verstanden. Okay, wenigstens ist der noch am Leben. Ist jetzt nicht so optimal gelaufen, ne? Aber ist egal. Ich nehme trotzdem alles dankend entgegen. Das kann ich aufbrechen. Wir danken euch für die Hilfe, Legionäre. Die gottverdammten Bolschewiken haben fast alles zerstört. Wir müssen mit der Flugzeugreparatur beginnen. Ich okay. kann keinen meiner Männer entbehren. Daher wäre ich sehr dankbar, wenn ihr den Schreiner aus dem nahegelegenen Dorf holen und Stoff mitbringen könnt. Verstanden. Stoff spenden. Sammle Stoff für die Weißen. Überlasse ihnen den Stoff. Gerne. Ich warte. Hm? Suche, wer es findet, darf es behalten. Das mache ich doch mit Freuden. Aber vorher nehme ich noch alles andere mit. Geht klar. Vielleicht können wir es noch gebrauchen. Geht klar. Achso, da muss es rein. Verstanden. Das kann ich machen. Okay. Aber Metall nehme ich gerne mit. Das bekommt ihr nicht. Das brauche ich selber. Geht klar. In Massen. Gut, wir haben zwei Leute, die hier aufpassen, sodass hier jetzt auch nicht so viel passieren kann. Treibstoff nehme mit. Da haben wir auch noch einen Sanitätskasten, haben oder nicht haben. Du musst dich auch selber mal behandeln. Du bist jetzt gerade nicht mehr so fit und die anderen natürlich auch nicht. Soll das ein Witz sein? Kannst du dich nicht selber behandeln? Okay, ich gehe. Dann nimm den Wagen. Dann bist du wieder einigermaßen fit. Bist zwar nicht mehr die Schnellste, aber das ist egal. Hauptsache, es funktioniert. Wer es findet, darf es behalten. Genau. Bisher ist noch keiner tot. Juhu. Und jetzt, da wir den Wagen haben, den Sanitätswagen, mache ich mir auch nicht mehr so eine Gedanken. Finde ich das auch nicht mehr ganz so schlimm, auch mal verletzt zu sein. So, hier ist natürlich die Falsche dran. Du kommst mal nach vorne. Verstanden. Wirst jetzt von ihr erst einmal geheilt. Okay, dich kann ich noch gebrauchen. Du gehst jetzt erstmal mit hoch zu dem anderen. Ich bin bereit. Okay. Und da darfst du dich gerne wieder hier reinsetzen. Okay, ich gehe das. Achso, vorher nimmst du noch. Nee, du nimmst die Maschinengewehrmunition, du setzt dich da rein. Bereit. Okay, und dann haben wir alles soweit mitgenommen, was wir brauchen. Ich hoffe, dass diejenigen, die noch hier sind, ausreichen, um den Posten zu verteidigen, sollte es denn notwendig sein. Bewegung. Ihr geht jetzt erstmal vor, wir speichern. Auch wenn es nicht ganz so optimal gelaufen ist, aber wir können ja auch nie immer speichern. Ist ja auch peinlich. Sicher doch. Lauft. Gehe. Hoffentlich ist das etwas Gutes. Das kann ich aufbrechen. Das hoffe ich. Feind gesichtet. Da oben wird schon wieder scharf geschossen. Auf deinen Befehl. Ja. Ich sehe nach.
So, da haben wir zwei Leute. Den einen können wir ranholen, den anderen will ich nicht. Ja, komm ruhig näher. Das ist hervorragend. Was? Was hätte er aber bemerken müssen? Überprüfe die Position. Einen Moment noch. Ja. Schau mal nach, Depp. Neue Befehle. Na, schau mal nach, Depp. Johnny Depp. Und Tschüssikowski. So, einer ist nur noch, den kriegen wir auch. Dafür gehen wir mal noch ein bisschen näher ran. Sieht uns auch nicht wirklich. Das ist schon mal gut für uns. Was ist hier oben? Es ist auch nur ein Posten, wo wir das ein oder andere noch bekommen können. Mehr ist da nicht, ne? Schau mal nach, du Depp. Hier. Da musst du hin. Bereit. Kurz und schwarz. Speichern. Erledigen wir das leise. Ach, Scheibenkleister. Hätte ja klappen können. Mann. So, wir nehmen alles mit. Das ist okay. Ich glaube nicht, dass wir jetzt noch großartig verletzt werden, aber man weiß ja nie. Gehen wir einmal hier drüben gucken. Da brennt es ja auch. Oh. Okay, nochmal zwei Leute. Nicht so geil. Du kommst mal mit hoch und du auch. Ich warte. Jawohl. Die anderen sind auf dem Weg hierher. Können wahrscheinlich riechen, dass wir da sind. Zu Befehl. In Bewegung. Na, wo sind sie? Geht klar. Scheinen nicht in der Nähe zu sein. Sind die zurückgelaufen? In Bewegung. Feind gesichtet. Oh, und jetzt auch noch ein Hund. Das ist eine ganz schlechte Sache. Geht klar. Pass auf. Du setzt dich jetzt mal hier rein. Ins Gras. Nimmst die beiden ins Visier. Eine gute Stelle. So. Jawohl. Und dann gehst du weiter mit nach vorne. Und ja, dich könnte ich auch noch gebrauchen, falls es doch ein bisschen eng wird. Ja. Und wenn der Hund da ist, geht's los. Ich sehe, dass ihr ein Abo dalasst und ein Like und ihr schaut das nächste Video.